Gibt es eine Übersäuerung? Diese Frage stellt sich natürlich die Wissenschaft und sagt ganz klar, nein, gibt es nicht. Wir sagen, ja, die gibt es schon, aber man muss es ein bisschen genauer anschauen, man muss diese Thematik etwas genauer anschauen. Und ich komme ja aus dem Medizinischen, ich habe ja Medizin studiert, vielleicht mal erst aufdröseln, was versteht eigentlich ein Arzt unter Übersäuerung. Für einen Arzt, für einen Wissenschaftler auch, ist eine Übersäuerung ein akuter Zustand, der gehört in eine intensivmedizinische Station. Das ist ein Zustand, der lebensbedrohlich ist damit. Und deswegen gibt es hier nur den Begriff der akuten Azidose, also der akuten Übersäuerung. Und es gibt den Begriff der akuten Alkalose, also zu viel an Basen. Beides gibt es, beide Zustände sind entweder atmungsbedingt oder sie sind stoffwechselbedingt. Beispiel einer akuten Azidose, stoffwechselbedingt, ist ein diabetisches Koma. Und da sehen wir ganz klar, warum auch die Mediziner das so kritisch sehen, weil das ist das Einzige, was ich im Medizinstudium über dieses Thema je gelernt habe. Wann ich angefangen habe, mich mit einem chronischen Zustand von Übersäuerung zu beschäftigen, war um das Medizinstudium herum in meinen unterschiedlichen Fortbildungen zum Thema biologische Medizin, Bindegewebstheorien nach Professor Heine und so weiter. Da gibt es natürlich eine Disziplin innerhalb der Mediziner, nicht der Schulmediziner, aber der Mediziner, die durchaus sich mit etwas weit gefassterem Rahmen des Begriffs Übersäuerung beschäftigen. Und da hat schon in den 50er Jahren ein Friedrich Sander gesagt, es gibt eine chronische Azidose, eine chronische Übersäuerung, die mit dem Zustand des Bindegewebes zusammenhängt. Er hat einen erweiterten Bindegewebsbegriff verwendet und in diesem erweiterten Bindegewebsbegriff fließt genau das ein, was Professor Hartmut Heine später in seinen Arbeiten gemacht hat, als er die Akupunkturpunkte angeschaut hat, wie die sich im Bindegewebe darstellen. Das heißt, wir haben heutzutage einen erweiterten Begriff, in dem wir den Begriff der chronischen Übersäuerung reinbekommen. Es gibt es natürlich viele Meinungen in der Medizin. Das ist nicht nur in dem Begriff Säurenbasen, sondern auch in vielen anderen Bereichen gibt es einfach eine Fraktion, die sagt, nein, sturwissenschaftlich geht es nicht, da gibt es nur die akute. Aber interessant ist, ich beschäftige mich ja nun schon seit ewigen Zeiten mit diesem Thema, dass gerade in den letzten 10 Jahren der Begriff der chronischen Übersäuerung dann doch Einzug gehalten hat in die Schulmedizin. Nämlich gibt es tatsächlich den Begriff der chronisch-metabolischen Azidose, der CMA, die man noch sehr eingeschränkt im Bereich der Nierenfunktionsstörung sieht. Wenn also jemand eine Nierenfunktionseinschränkung hat, eine chronische Niereninsuffizienz, dann sagen Nierenfachärzte, das ist eine chronisch-metabolische Azidose und die führt dann in der Folge zu Veränderungen im Knochenstoffwechsel, zu ganz vielen gesundheitlichen Folgen, weshalb man das als behandlungswürdig sieht und sagt, okay, da müssen wir dann mit Natriumbicarbonat, also mit Basenpulver oder mit Basentabletten arbeiten. Und es gibt interessanterweise aus Asien eine Studie, die zeigt, wenn ich mich basenlastig ernähre, also Lebensmittel zu mir nehme, die nur basisch verstoffwechselt werden, hat es exakt denselben Effekt auf den Körper, als wenn ich Basentabletten oder Basenpulver einnehme. Das heißt, wir bewegen uns in einer Grauzone, wenn wir von der chronischen Azidose sprechen. Und es ist natürlich klar, dass da die Meinungen etwas auseinandergehen. Wenn ich jetzt nun mit dem Basenfasten komme und wenn ich sage, Leute, ernährt euch basenreicher, das ist ja meine Message, die ich immer schon habe, dann möchte ich damit sagen, wir haben so viele Anhaltspunkte innerhalb der Forschung, die zeigen, dass Obst und Gemüse essen, egal ob das jetzt als basisch gesehen wird oder nicht, dass einfach das Essen von Obst und Gemüse so viele gesundheitsfördernde Eigenschaften hat, dass wir das in jedem Fall bejahen können. Und ganz ehrlich ist es mir dann egal, ob man jetzt sagt, es gibt diese Übersäuerung oder nicht. Ihr alle wisst, die ihr es schon gemacht habt, das tut verdammt gut und es geht einem danach einfach besser.